Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Muster besteht aus einer Maschenzahl teilbar durch 7 plus 1 und nur einer Häkelreihe. Es ist ein sehr schönes und ganz, ganz einfaches Häkelmuster. Ich habe hier 29 feste Maschen gehäkelt. 29, weil wir gesagt haben, teilbar durch 7. Ich habe es mal 4 genommen, das sind 28 plus 1, 29. Diese Festmaschen gehören nicht zum Muster, ich benutze sie einfach als Basis. Jetzt geht's los mit der Musterreihe. 4 Luftmaschen. Ich wende meine Arbeit und nun überspringe ich 3 Maschen und in der 4. Masche häkle ich eine Muschel. Und das mache ich wie folgt. Ein Umschlag, 3 Maschen überspringen, in der 4. Masche 3 ganze Stäbchen häkeln. Das erste, das zweite und das dritte. 2 Luftmaschen und in derselben Masche nochmal 3 ganze Stäbchen häkeln. Das erste, das zweite und das dritte. Nun häkle ich ein Picot und dafür häkle ich erstmal 5 Luftmaschen, 3, 4, 5 und dann steche ich in die zweite Luftmasche von den 5, die ich gerade gehäkelt habe, hole mir den Faden durch die Masche nach vorne, habe 2 Luftmaschen und bringe die erste durch die zweite und eine Luftmasche. So, und ab jetzt überspringen wir 6 Maschen und häkeln eine Muschel in die 7. Ich überspringe 6 Maschen und in der 7. häkle ich erstmal 3 ganze Stäbchen. 1, 2 und das dritte. 2 Luftmaschen und noch einmal 3 ganze Stäbchen in derselben Masche. Das erste, das zweite und das dritte. Und jetzt wieder ein Picot. 5 Luftmaschen. Ich steche in die zweite der 5 Luftmaschen, die ich gerade gehäkelt habe, und häkle wieder eine Kettmasche. Eine Luftmasche. Und das Ganze nochmal. 6 Maschen überspringen und in der 7. Masche 3 ganze Stäbchen. 6 Maschen überspringen, in der 7. 3 ganze Stäbchen häkeln. 1. 2 und das dritte. 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Masche. Das erste, das zweite und das dritte. 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Und in der 2. Luftmasche eine Kettmasche häkeln. Eine Luftmasche. Und das Ganze noch einmal. 6 Maschen überspringen und in der 7. Masche eine Muschel häkeln. Wir überspringen 6 Maschen und in der 7. Masche wieder 3 ganze Stäbchen in derselben Masche. 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Masche.
So, und wir beenden die Reihe ohne Picot. Wir sind ohne Picot gestartet und auch die letzte Muschel ohne Picot. Das heißt jetzt eine Luftmasche und ein ganzes Stäbchen in der letzten Masche häkeln. Unsere Musterreihe ist fertig. Wir häkeln genauso in jeder Reihe mit einem ganz kleinen Unterschied, den zeige ich euch jetzt. Erst einmal vier Luftmaschen. Arbeit wenden. Ab jetzt häkle ich die Muscheln in der Muschel der vorigen Reihe. Zwischen ganzen Stäbchen ist eine Lücke und in dieser Lücke häkle ich jetzt die Muschel. Drei ganze Stäbchen in der Lücke. Eins, zwei, drei. Zwei Luftmaschen und noch einmal drei ganze Stäbchen derselben Lücke. Eins, zwei und das dritte. Es folgt ein Picot, fünf Luftmaschen. In die zweite Masche von unten einstechen, den Faden holen und eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche. Hier ist die nächste Muschel, eine neue Muschel in der Muschel. Drei ganze Stäbchen in der Lücke. Das erste, das zweite und das dritte. Zwei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei, drei. Und jetzt wieder ein Picot. Fünf Luftmaschen in die zweite Masche einstechen, den Faden holen und eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche. Hier ist die nächste Muschel, auch hier eine neue Muschel. Drei ganze Stäbchen in der Lücke. Eins, zwei und das dritte, zwei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei, drei. Und jetzt wieder ein Picot, fünf Luftmaschen. In die zweite Luftmasche einstechen, den Faden holen und eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche. In der nächsten Muschel jetzt wieder eine neue Muschel häkeln. Drei ganze Stäbchen in der Lücke. Eins, zwei, drei. Zwei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste, das zweite und das dritte. Eine Luftmasche und das ist die letzte Muschel, die häkle ich wieder ohne Picot. Ich beende die Reihe mit einem ganzen Stäbchen. Hier ist meine Luftmaschenkette. Ich steche in die dritte Luftmasche ein und häkel ein ganzes Stäbchen. Und das ist die Reihe, die ab jetzt stets wiederholt wird. Es geht wieder los mit vier Luftmaschen, die Arbeit dann wenden, dann eine Muschel in der Lücke der letzten Muschel häkeln, ein Picot, dann wieder in der nächsten Muschel eine Muschel, ein Picot und das macht ihr bis zum Ende der Reihe und die letzte Muschel ohne Picot häkeln. Es ist ein wirklich ganz, ganz einfaches Muster. Probiert es aus. Ich denke, es wird euch gefallen. Und nach ein paar Reihen habt ihr dann dieses wunderschöne Ergebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr bei mir geblieben seid. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal.